Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Bei uns ist das schon sehr lange her, was das Thema Selbstausbau angeht. Und das war dann ja auch nur ein Bulli. Trotzdem dachten wir mir, wäre vielleicht ein tolles Thema für euch, Vor- und Nachteile des Selbstausbaus mal zu beleuchten. Und wann geht's los? Nach dem Intro. Zurzeit sind wir ja seltener auf Reisen und trotzdem wollen wir euch irgendwie ein bisschen Content bieten. Und da habe ich mir mal so im Internet angeschaut, was könnte man denn machen. Und da fand ich das sehr schön. Matthias Mohr, der Schiffstester, jetzt ist er nur noch Matthias, hat sowas bezüglich AIDA etc. gemacht. Und da dachte ich mir, da könnten wir doch mal auch ein Video drehen. Ja. Thema Selbstausbau. Stefan, du kannst kurz, glaube ich, mal berichten, bevor wir auf die Vor- und Nachteile angehen. Du hast ja früher schon mal einen Bulli ausgebaut. Genau. Und richtig. Eigentlich sogar zwei. Du hast sogar mal ein Dach, du hast schon ein Loch im Dach gemacht. Eigentlich. Genau, wir haben sogar schon mal ein Loch ins Dach gesägt. Genau, oder geschnitten, wie auch immer. Ja, nee, das erste Fahrzeug, was wir damals ausgebaut haben, war einfach ein Multivan, wo wir halt in das Schienensystem uns Mobiliar reingebaut haben. Relativ einfach nur mit einem Schrank erstmal, wo man ein bisschen Klamotten unterbringen kann. Also nichts Besonderes. Aber es war halt im Prinzip ja auch schon ein kleiner Ausbau, um den Bulli damals tauglich für Camping zu gestalten, mit einer kleinen Wasserpumpe und so weiter und einem Wasserbehälter dann dementsprechend. Ja, und irgendwann ist das dann ein bisschen weitergegangen, dass wir gesagt haben. Da kam ich dazu. Genau, dass wir gesagt haben, wir hatten dann im Prinzip es etwas besser gemacht, mit einem eigenen Bett und so weiter ausgebaut. Das halt ein bisschen professioneller, sage ich mal. Ne? Ein bisschen stabiler, ein bisschen robuster. Genau. Genau, dazu gibt es auf jeden Fall Videos ganz am Anfang oder geht mal auf unsere Webseite, wo wir den Bulli vorstellen. Da kriegt er weit mehr Informationen. Muss mal gucken. Ah nee, die sind da hinten und gucken da sich ja was an. Bin ja nicht spannerhaft, was andere Leute hier so machen. Genau. So. Aber kommen wir zu den Vorteilen, würde ich sagen. Fangen wir mit denen an, ne? So, der Plan. Fünf Vorteile, fünf Nachteile haben wir jetzt einfach mal rausgesucht. Und wir sind schon gespannt auf euren Input, den ihr dann liefern könnt. Aber dazu kommen wir zum Schluss. Genau, und zum Schluss gibt es da auch noch eine kleine Überraschung, ne? Gibt's auch noch? Ja, wir haben noch nicht nur Vorteile, sondern Nachteile. Ah, da haben wir auch noch was. Aber alles Stück für Stück. Alternativ, vielleicht könnt ihr in die Sprungmarken einfach reingehen. Dann könnt ihr, falls ihr was anderes sehen wollt, könnt ihr einfach mal schauen. Lernen wir ja langsam dazu, dass es den einen oder anderen nervt, wenn wir zu viel labern. Vorteile. Genau, Vorteile. Fahrzeug kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Natürlich so immer im Rahmen des Machbaren des Fahrzeuges halt, ne? Da muss man halt dazu sagen, je nachdem, was das Fahrzeug an Ausmaße und Größe hat, kann das halt dementsprechend so ein bisschen gebaut werden auch, wie man das gerne hätte. Genau, im Gegensatz zu einem gekauften, da muss man halt irgendwie schauen, ob es passt, ne? Also, das ist nun mal so. Genau. Ja, so wie er. Ist ein absoluter Hobbybauer. Also der bastelt gerne mal dran. Genau. Jetzt reist er zwar sehr viel lieber, aber er bastelt auch sehr gerne. Und da hast du für jeden Hobbybauer, ist das ein ganz großer Spaß. Das ist ein Tummelplatz der Lüste für Hobbybauer. Genau, wenn man da Spaß dran hat, dann ist das auf jeden Fall ein schönes Hobby. Ja, das hast du bei einem Van, den du kaufst, nicht so sehr. Genau, das ist richtig, ja. Dann als dritten Punkt haben wir gesagt, jederzeit kann das Ganze optimiert werden. Also wenn man merkt, irgendwie man hat da irgendwas falsch eingebaut oder was passt nicht so richtig an den Platz, dann kann man oftmals relativ einfach nochmal was umbauen. Ja, gerade verbauen, umbauen. Die verbaute Technik, die in so einem Van denn drin ist, die ist für euch nachvollziehbar, weil ihr wisst genau, welche Komponenten habt ihr selber eingebaut. Also wir gehen jetzt nicht davon aus, dass euch ein Techniker da irgendwas einbaut, sondern ihr baut das Ding wirklich selber aus. Genau, und vor allen Dingen, wie habt ihr es verbaut? Das ist ja auch manchmal wichtig, wo laufen manche Leitungen lang oder sowas, dann brauchst du nicht suchen. Das solltest du ja dann noch wissen. Genau, weil du hast es ja vielleicht auch im Vorfeld aufgebaut. Und dann
Ja, zum Schluss noch. Wenn du, man weiß ja, ist so ein Ausbau, das ist nicht von in 2 Wochen oder das ist auch nicht so, du gehst zum Händler und dann kaufst du das. Nein, du arbeitest da sehr lange drin, du weißt genau, wo du dich mal den aufgeratscht hast, wo du dir den Kopf gestoßen hast, etc. Das heißt, du machst eine starke Bindung zu diesem Fahrzeug, baust du einfach auf, wenn du es selber baust. Das ist nun mal so. Das ist auf jeden Fall so. Der ideelle Wert ist halt natürlich dann dementsprechend höher. Genau. Der materielle Wert kann Der ideale Wert ist auf jeden Fall, das denke ich an die Bullis zurück, ja. Weil das, was wir da gemacht haben, das war einfach schöne Zeiten. Das auf jeden Fall. Das waren die Vorteile. Jetzt kommen die Nachteile. Erster Nachteil? Ganz klar, ein Ausbau dauert in der Regel sehr lange. Also es ist selten, dass ihr es schafft, innerhalb von 3, 4, 5, 6, 7 Tagen sowas zu machen. Jetzt kann man sagen, das kommt natürlich aufs Fahrzeug drauf an. Wenn ihr einen Bulli habt, kann es sein, dass ihr in 2 Wochen vielleicht alles fertig habt. Ich wollte gerade sagen, also wir hatten den Bulli damals komplett ausgebaut, für das Schienensystem vorbereitet natürlich. Da haben wir, glaube ich, eine gute Woche mit dann noch vielleicht ein bisschen Optimierungsbedarf gearbeitet. Also hatten wir Urlaub genommen. Ja, aber den Plan noch dazu zu machen, wo was hin muss, was er. Genau. Also da kennt ihr. Aber wenn ihr so einen Kastenwagen ausbaut, wir gehen mal auf Kastenwagen, nicht ganz klassisch Wohnmobil, ja, die meisten haben einen Kastenwagen dann. Isolierung und so weiter und so fort, das dauert ja auch alles. Dann gibt es vielleicht gewisse Trocknungszeiten manchmal oder sowas bei gewissen Dingen. Genau. Dann braucht ihr natürlich, und weil es gerade so lange dauert, idealerweise natürlich auch einen Platz, einen Raum, wo ihr das überhaupt ausbauen könnt. Nicht jeder hat eine große Garage, wo man das einfach machen kann. Und den bräuchte man schon. Ich denke mal, ihr alle habt vielleicht Come With Us 2 gesehen, wo die Steffi die Maya ausgebaut hat. Genau, die hatte eine ganze Halle, wo mehrere drin waren. Aber sowas muss man natürlich erstmal haben, ne? Genau, weil das ist eine Idealvorstellung, wenn man sowas hat. Und man braucht ganz wichtig natürlich auch das passende Werkzeug dafür. Ja. Kannst ja nicht mit einer Schere und einem Hammer hier umherbaust. Nee, also teils ist da Spezialwerkzeug erforderlich, also muss man sich das beschaffen, leihen, wie auch immer, oder man hat es halt selber. Genau, dann haben wir noch Prüfungsanforderungen für die Zulassung zum Wohnmobil müssen beachtet werden. Also nicht jedes Fahrzeug, wenn man denn eine Wohnmobilzulassung haben will, muss man dazu sagen, kann nicht einfach so zum Wohnmobil zugelassen werden. Es bedarf da dementsprechend Abnahmen und die müssen natürlich nach den Regeln entstehen, dass da zum Beispiel ein Bett drin ist oder... Und das kann gerade in Deutschland sehr nervig sein. Genau, also da gibt es halt gewisse Dinge, da muss man sich vorher mal informieren, was man einhalten muss und was halt dann dementsprechend verbaut sein muss. Und auch in welcher Größe teils, glaube ich, habe ich mal gelesen. Genau, also das ist auch ein Nachteil. Natürlich brauchst du, und das ist jetzt, hier ist das Vorteil, hier sitzt der Nachteil, du brauchst Verständnis für Technik und Handwerk, also das sollte einfach vorhanden sein. Also idealerweise bist du handwerklich begabt, bist du technisch begabt, also diese Seite, oder du bist wie hier. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, du wirst mit Hammer und Schere, kommst du nicht weit weg. Also das hilft nicht viel. Also ja. Technik muss einfach Verständnis da sein. Genau, und zu guter Letzt haben wir natürlich noch das Gewicht, nämlich die ganzen Materialien müssen natürlich auch für das Gewicht passend sein. Also wenn ihr im Prinzip nur Eiche hier verbaut oder sowas in so einem Wohnmobil, dann könnte es sein, dass ihr mit dem Gewicht über die zugelassene Gesamtmasse des Fahrzeuges kommt. Also da muss natürlich drauf geachtet werden. Alles wiegt, alles muss gemessen werden oder gewogen werden. Und dann muss man halt gucken, was man denn vielleicht anders konstruiert oder anders baut, um das Gewicht nicht zu überschreiten. Wir haben es angekündigt, ihr habt es gerade gelesen. Jetzt kommen wir zu Mythen des Selbstausbaus. Ja, da muss man nämlich mal ein bisschen genauer hingucken. Und da sind wir auch gleich auf euch ganz gespannt. Vielleicht wir haben jetzt 2 Mythen mal rausgesucht. Genau, vielleicht habt ihr ja noch mehr. Also rein in die Kommentare. Ein klassisches Mythos ist definitiv, nur Selbstausbau garantiert perfektes Fahrzeug. So haben wir es mal genannt. Nein. Nee, geht nämlich gar nicht. Das perfekte Fahrzeug werdet ihr weder gekauft noch
selbst ausbauen können. Das können wir sagen, ihr habt so ein Fahrzeug, habt ihr gerade ausgebaut. Das hat mir ja als Vorteil auch benannt, dass ihr das jederzeit optimieren kann. Denn genau, ihr werdet es dann optimieren. Das haben wir auch gemerkt in unserem Ausbau, dass wir dann später nochmal was optimieren mussten, was nicht so ganz gepasst hat. Und ihr werdet eigentlich von Jahr zu Jahr kommt ihr hin. Und dann passt dies wieder nicht. Also das perfekte Fahrzeug gibt es nicht beim Selbstausbau und gibt es auch definitiv nicht beim Gekauften. Also genau, das perfekte Fahrzeug gibt es einfach nicht. Auch wenn man selbst baut, muss man natürlich nochmal daran nachdenken, denn es gibt gewisse Ecken oder sowas, wo du vielleicht was nicht so hinbauen kannst, wie du das eigentlich hättest gewollt. Also von daher kann es auch vom Fahrzeug her schon Probleme geben, die halt so für das perfekte Fahrzeug gar nicht bereitstehen. Ne? Na klar, kann es sein, dass ihr ein gutes Fahrzeug euch baut und dass es dann passt, aber es muss halt nicht. Zweiter Mythos, ja, ist, dass der Selbstausbau billiger ist als ein Fahrzeug von der Stange, also vom Händler. Genau, auch das kann so sein, das stimmt schon, aber wenn man das im Vergleich sieht zu den Fahrzeugen, die man im Prinzip kaufen kann, wo gewisse Materialien verbaut sind, wo gewisse Technik verbaut ist, ihr kriegt die Komponenten nicht so günstig wie der Hersteller. Der Hersteller kauft das in eine Masse ein. Also der kauft da 100 Sachen von dem gleichen Artikel ein, kriegt ja ganz andere Rabatte wie ihr als einzelne Person, die ihr einmal diesen Artikel braucht. Also das heißt, wenn wir es vergleichbar gleich bauen, wird es nicht billiger. Im Gegenteil, dann ist es teurer. Wenn ihr aber gewisse Komponenten rauslasst, dann wird es natürlich günstiger. Vielleicht sagt ihr, ja, Mensch, ich fahre mit dem Fahrzeug nur im Sommer unterwegs, ich lasse mir einfach die Dämmung da nicht, die mache ich nicht rein, wird zwar im Sommer ein bisschen wärmer, gut, okay, kann ich mit leben. Dann spart ihr zum Beispiel auch Dämmmaterialien. Aber wie gesagt, in der Regel wird es relativ teuer sein. Genau, da empfehlen wir euch wirklich immer wieder, wenn ihr auf Messen seid, es gibt immer das Vans & Friends Wohnzimmer, ja, es gibt auch solche Vorträge, wo es über den Selbstausbau geht. Wahrscheinlich auch wieder auf den Caravan-Salon wird es solche Sachen geben. Schaut da mal vorbei, hört euch die Vorträge wirklich von den Profis an. Und ihr werdet mitbekommen, teilweise, wie gesagt, beim letzten, den wir mitgemacht haben, leider den Namen jetzt vergessen, das war auf jeden Fall beim Caravan-Salon, da wurde es nochmal explizit gesagt, definitiv Selbstausbau ist nicht billiger als zu kaufen. Es kommt halt immer darauf an, was man wirklich haben will. Genau. Ja, das soll es auch schon gewesen sein von diesem Video. Es gibt eine kleine Mini-Reihe davon. Das heißt, ihr werdet dann wahrscheinlich schon nächste Woche das nächste Video dazu sehen. Da gehen wir dann nämlich auf die Wohnmobile. Ja, genau. Die von der Stange drauf an. Was ist der Vorteil, was ist der Nachteil dabei? Aber für dieses Thema hoffen wir, dass wir euch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnten. Ja. Uns interessiert, kennt ihr weitere Vorteile, die ein Selbstausbau überhaupt, gerade an die, die gerne selbst ausbauen, was sind eure Vorteile gewesen, aber auch, was sind eure Nachteile, was war einfach ein Nachteil an so einem Selbstausbau? Schreibt das mal runter in die Kommentare, das interessiert uns sehr. Nicht, dass wir jetzt anfangen wollen umzubauen, weil wir mit Buggy nicht zufrieden sind, aber es ist einfach ein allgemein interessantes Thema überhaupt in der Camperwelt. Genau. Dann bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.